Für diesen Versuch benötigen wir eine Pflanze, eine Schnur, einen Gefrierbeutel und eine Gießkanne mit Wasser. Zuerst müssen wir die Pflanze ausreichend mit Wasser gießen. Danach geben wir die Pflanze in den Gefrierbeutel und verschließen das Ganze luftdicht mit einer Schnur. Nun lassen wir das Ganze ein paar Tage in der Sonne stehen. An unserem Ergebnis kann man erkennen, dass sich Wassertropfen auf unserem Gefrierbeutel gebildet haben. Jetzt noch die wissenschaftliche Erklärung zu unserem Versuch. Durch das ausreichende Gießen der Pflanze wird das überschüssige Wasser aus den Spaltöffnungen transportiert und es verdunstet. Die Rückstände des Wassers kann man dann an den Rändern des Gefrierbeutels erkennen.